Och Mensch, das fühlt sich ja nach einer kurzen Woche an, ne? Ist dann schon Freitag? Nee. Nein, ihr habt's nicht vercheckt. Die PCGH-News servieren wir euch in den folgenden Wochen zur Abwechslung mal zur Mitte der Woche. Also Kalender raus, umtragen. Die Lederjacke ist gerade ganz schön umtriebig, denn Herr Huang hat der Uni Stanford einen Besuch abgestattet, um seine Arbeitsmoral und Erfolgsgeschichte mit den Studenten zu teilen. Spoiler-Alarm, es wird schmerzhaft. Freunde des Platzsparens, aufgepasst. Asus hat seinen ersten Mini-PC herausgebracht. Aber zu welchem Preis? Das Warten auf den Release von Star Citizen hat wohl ein Ende, denn Chris Roberts spricht von einer Ziellinie der Version 1.0. Außerdem brodelt es weiter in der Gerüchteküche zur RTX 5000er Generation. Willkommen also zu den PCGH-News dieser Woche. Ich wünsche euch eine große Portion Schmerz und Leid. Ja, wow. Danke, Jensen. In philosophischer Absicht stattete Jensen Huang der Universität Stanford einen Besuch ab. Innerhalb seines Vortrags bremste er die Erwartungen der Studierenden. Huang möchte, dass die privilegierten Absolventen der Generation Z ihre Erwartungen herunterschrauben. Menschen mit sehr hohen Erwartungen haben eine sehr geringe Belastbarkeit. Und leider spielt Belastbarkeit eine Rolle für den Erfolg. So Jensen. Hintergrund des Vortrages dürften die eigenen Erfahrungen von Huang sein, der letztes Jahr in einem Interview bereits ein weniger rosiges Bild auf die Gründerzeit des Unternehmens zeichnete. Damals riet er jungen Menschen nicht zur Neugründung und berichtete von Leid und Schmerz auf dem Weg zu dem, was Nvidia heute ist, eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Hätten wir damals den Schmerz und das Leid erkannt und gewusst, wie verletzlich man sich fühlt und welche Herausforderungen man ertragen muss, die Peinlichkeit und die Scham und die Liste all der Dinge, die schiefgehen, ich glaube nicht, dass irgendjemand ein Unternehmen gründen würde, sagte Huang. Das durchzustehen benötigt die besagte Belastbarkeit und eine gewisse Resilienz, die man auch in Premium-Studiengängen der amerikanischen Elite-Unis nicht einfach so lernen kann. Ich weiß nicht, wie ich es ihnen beibringen soll, außer dass ich hoffe, dass ihnen Leid widerfährt, fügte Huang hinzu. Ich hatte einerseits das Glück, dass ich mit Eltern aufgewachsen bin, die uns einerseits die Möglichkeit gaben, erfolgreich zu sein, sagte er. Aber es gab auch viele Gelegenheiten für Rückschläge und Leid. Exemplarisch führt er Kindheitserinnerungen an. In der öffentlichen Schule in Kentucky wurde er gequält. Damals beschrieb man Chinesen mit Xinx, so Huang. Als Einwanderer aus Taiwan blieb lange nur der Traum vom American Dream. Huang sagt, dass sein erster Job Tellerwäscher in einem Denny's war und er machte es sich zum Ziel, der beste Tellerwäscher zu sein, wie keiner vor ihm war. Hintergrund ist, dass seiner Ansicht nach Arbeitsethik unerlässlich für Erfolg ist. Ich habe meine Arbeitsecke nie mit leeren Händen verlassen. Ich kam nie mit leeren Händen zurück. Ich war sehr effizient, fügte Huang hinzu. Wie auch immer, schließlich wurde ich CEO. Ich arbeitete immer noch daran, ein guter CEO zu sein. Größe kommt vom Charakter und Charakter wird nicht von intelligenten Menschen geformt. Er wird von Menschen geformt, die gelitten haben. Bis heute verwende ich den Ausdruck Schmerz und Leid innerhalb unseres Unternehmens mit großer Freude, fügte er hinzu. Ich meine das auf eine fröhliche Art und Weise, denn man will den Charakter seines Unternehmens verfeinern. Verfeinern von ihrem Gott. Was haltet ihr von dieser Arbeitsmoralpredigt? Dann hier so. So ein bisschen. Das ergibt eine Trinity. Asus erster Minigaming-PC. Aus der von Intel übernommenen NUC-Serie, der kompakte Asus ROG NUC mit Intel Core Ultra 9 185H sowie einer Nvidia GeForce RTX 4070 Notebook-GPU wird zu einem Maxi-Preis mit einer Maxi-TDP an den Start gehen. Der Komplett-PC wird jetzt über ProShop für knapp 2500 Euro erstmals im Handel angeboten. Komplettiert werden CPU und Grafikkarte von 32 GB DDR5 5600 sowie 1 TB SSD-Speicherplatz. Unter der Regie von Asus, welche die NUC-Serie im vergangenen Jahr offiziell von Intel übernommen hatte, avancieren die NUC-Systeme zu einer Alternative für Spieler, die sich einen Mini-PC wünschen. Diese freundliche Übernahme brachte mit dem neuen Asus ROG NUC zur CES 2024 ein waschechtes Gaming-System hervor, welches auf leistungsstarke aktuelle Hardware von Intel und Nvidia setzt. Asus lässt sich sowohl den Intel Core Ultra 9 185H mit einer vergleichsweise hohen TDP von 45 Watt respektive 65 bis 115 Watt PBP, welcher sich im Asus ROG NUC bis zu 65 Watt genehmigen darf, als auch die schnelle, dedizierte GeForce RTX 4070 Notebook-GPU mit 115 bis 140 Watt TDP an der langen Leine laufen. Darüber hinaus wird es auch eine Einsteigerlösung mit Intel Core Ultra 7 155H und GeForce RTX 4060 Notebook-GPU geben, welche später vorgestellt werden soll. Beide Modelle werden von einem 330 Watt starken externen Netzteil mit Energie versorgt. Ein rund 1,5-minütiges Video liefert erste Impressionen zu den beiden kompakten Gaming-PCs Asus ROG NUC 970 und Asus ROG NUC 760. Was haltet ihr von dem schicken, aber teuren NUC-PC?
Wohl kaum eine Entwicklungsgeschichte wird so sehr verfolgt wie die der ambitionierten Weltraumsimulation Star Citizen. Kein Wunder. Wurden seit dem Start der Arbeiten vor rund 14 Jahren mehr als 670 Millionen US-Dollar per Crowdfunding-Kampagne finanziert, die Cloud Imperium Game als Mittel für die Entwicklung nutzt. In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich so einiges getan. Neben der Singleplayer-Kampagne Squadron 42, die seit Oktober 2023 als Feature Complete gilt, ist diese Woche der erste Spieler zwischen zwei Sternensystemen auf unterschiedlichen Servern gesprungen. Die Jumpgate-Mechanik feiert also ihr Debüt. Wie CEO Chris Roberts in einer neuen Mitteilung an die Spieler ausrichten lässt, ist gerade dieses Feature auf Basis der Server-Meshing-Technologie als bedeutender Meilenstein auf dem Weg zum Release der Version 1.0 zu feiern. Nach vielen Jahren harter Arbeit an einem Ziel, das viele für unmöglich hielten, stehen wir hier kurz davor, eines der letzten Teile der Technologie zu liefern, die ein vernetztes, gemeinsames Universum ermöglichen wird, welches tausende Menschen gleichzeitig erleben können. Grundsätzlich bewege sich das Star Citizen Team auf die Ziellinie in Form der Version 1.0 zu, wie Roberts in einem Ausblick auf das Kalenderjahr 2024 schreibt. Mehr Informationen hierzu sollte es allerdings erst zur CitizenCon 2024 geben, die am 19. und 20. Oktober in Manchester stattfindet. Zeitgleich schränkt Roberts ein, dass bei einem Online-MMO eine solche Ziellinie nicht endgültig ist und für viele, viele Jahre neue Features und Inhalte hinzugefügt werden sollen. Vielmehr betrachte man Star Citizen 1.0 als kommerzielle Veröffentlichung, also dem Punkt, an dem das Weltraum-MMO neue Spieler willkommen heißt und diese stabil und kontinuierlich mit genug Gameplay und Inhalten beschäftigt. Zu diesem Zweck habe Cloud Imperium Games ähnlich wie bei Squadron 42 viel Zeit damit verbracht, eine Strategie zurechtzulegen, um an diesen Punkt zu gelangen. Dabei helfen soll Rich Tyra, der sich als Game Director bei Squadron 42 bereits verantwortlich für dessen Feature-Complete-Status zeichnete und die notwendige Expertise nun bei Star Citizen einbringen soll. Wer von euch fiebert schon seit der ersten Stunde auf dieses Spiel hin? Ich finde, den Cobalt 7 Kimi können wir mal auf einen Kaffee hier einladen, so oft wie der uns hier delivert. Die kommenden Gaming-Grafikkarten der Serie Nvidia GeForce RTX 5000, welche auf der offiziellen GPU-Roadmap von Nvidia momentan noch als Ada Lovelace Next auftauchen, sollen die Fertigung Node, der Profi-Beschleuniger Blackwell, übernehmen, heißt es nun in der Gerüchteküche auf X. Wie der für gewöhnlich gut informierte Cobalt 7 Kimi jetzt erfahren haben möchte, sollen auch die Consumer-GPUs vom Schlager einer GB202, 3, 5, 6 und 7 die Custom Node 4NP, welche wiederum auf der Custom Node 4N basiert, einsetzen, welche auch schon für die Dual-Die-GPU Nvidia B200 zum Einsatz kommt und beim Auftragsfertiger TSMC vom Band läuft. Wie bereits bei der 4N-Node handelt es sich bei der 4NP-Node um einen speziell für Nvidia aufgelegten Fertigungsprozess, eine sogenannte Custom-Node, die nicht mit der regulären N4-Node von TSMC vergleichbar ist. Wenngleich Nvidia-CEO Jensen Huang auf der GTC 2024 mehrfach von 4 Nanometern sprach, so basieren 4N und 4NP doch eher auf einem TSMC-Fertigungsprozess in 5 Nanometern. Mal ist davon die Rede, dass das Speicherinterface von Ada Lovelace übernommen werden und maximal 384-Bit betragen soll. Ein anderes Mal soll die Anbindung doch über 512-Bit erfolgen. Am Beispiel des potenziellen nächsten Spitzenmodells der GeForce RTX 5090 oder auch GeForce RTX 5090 Ti wird sehr deutlich, wie breit die Spreizung bei der möglichen Spezifikation aktuell in der Gerüchteküche ausfällt. Aktuell gibt es mehrere unterschiedliche Szenarien, wie die kommende Speerspitze bei der Veröffentlichung aussehen könnte. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass die GeForce RTX 5090 deutlich performanter sein soll als die 5080 und die Lücke zwischen der Oberklasse und dem High-End-Segment noch größer ausfallen könnte als aktuell zwischen der 4090 und 4080. Wie sich diese riesige Lücke zwischen einer 5090 und 5080 auswirken könnte, hat Videocards in einer entsprechenden Tabelle einmal zusammengefasst. Der Unterschied wäre schlicht gewaltig. Laut Cobalt 7 Kimi sollen sich auch im Bereich des schnellen Zwischenspeichers, dem L1-Cache, signifikante Verbesserungen wiederfinden, welche sich wiederum positiv auf die Leistung der SMs auswirken sollen. Vieles deutet aktuell darauf hin, dass der Leistungssprung von der Serie GeForce RTX 4000 zu GeForce RTX 5000 gewaltig ausfallen könnte. Ich danke euch fürs Einschalten. Habt noch eine fantastische Woche. Lasst uns auch gerne noch den Daumen nach oben da und die Abo-Glocke erschallen. Dann sehen wir uns demnächst im nächsten Video. Bye.